Inflation und Zinsen, das ist nach wie vor das beherrschende Thema an den Märkten. Wir haben heute gesehen, am Tag vor der FED-Sitzung, dass die Renditen für Staatsanleihen weiter nach oben geschossen sind. Die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 3,60%. Und gibt es da Chancen am Markt jetzt vielleicht? Gibt es da ein paar Dinge, die ein bisschen zu extrem gelaufen sind? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen im Vorfeld der morgigen FED-Entscheidung. Die Sitzung hat ja heute schon begonnen, die Entscheidung fällt morgen. Aber es gibt Interessantes hier zu berichten. Erstmal der größte Zinsschritt in Schweden seit 30 Jahren. Von 0,75% auf 1,75% hat Schwedens Riksbank das Zinsniveau angehoben. Das war für die Märkte ein Schocker, werden wir gleich sehen. Und die deutschen Erzeugerpreise mit 45,8% zum Vorjahresmonat und 7,9% zum Vormonat. Deutlich, deutlich, deutlich über der Erwartung. Das heißt Pipeline-Inflation. Ich hatte es heute Morgen im Videoausblick thematisiert. Und entweder fällt jetzt die Wirtschaft in eine Rezession, wie Goldman hier sagt, oder wir machen zu wenig Fortschritte in Sachen Inflation. Also es ist diese Zwickmühle, die derzeit letztendlich die Märkte so immer wieder hin und her schüttelt. Und schauen wir uns mal an, diesen Schritt der schwedischen Riksbank, die hier jetzt eben dieses Narrativ auch wieder füttert, diesen Narrativ Auftrieb gegeben hat, dass die Notenbanken vielleicht nicht genug machen, um die Inflation irgendwie effektiv zu bekämpfen, jetzt sozusagen in Panik geraten und mit massiven Zinsschritten dann die ganze Geschichte nach oben treiben, bei den Zinsen damit wahrscheinlich die Wirtschaft in eine Rezession treiben. Und wir sehen hier mal anhand der E-Mini S&P Futures, also praktisch der liquideste Future-Kontrakt, den Sie auf diesem Planeten finden, praktisch der, das Äquivalent zum S&P 500 Marktindex. Da sehen wir, dass erstmal die deutschen Erzeugerpreise die Stimmung ein bisschen verhagelten, dann erholte man sich und dann kam eben die Entscheidung der Schweden und es ging ziemlich deutlich nach unten. Die Amis haben sich dann im Verlauf des Handels wieder ein bisschen erholt, kommen jetzt wieder ein bisschen runter, also alles so ein bisschen unklar, wie die Richtung jetzt sein wird vor der morgigen FED-Sitzung. Immerhin hat Nick Timiraos, das Mouthpiece der FED, das Sprachrohr der FED, mehr oder weniger durchsickern lassen, dass die FED morgen wohl den dritten 0,75er-Schritt unternehmen wird und keinen 100-Basispunkte-Schritt. Die Wahrscheinlichkeit so um die 20% oder ein bisschen geringer, dass es doch 100 Basispunkte werden. Aber es dürfte 0,75 werden. Immerhin, das ist vielleicht eine kleine Erleichterung für die Märkte, aber wir sehen auch, zu 77% ist jetzt dann auch der nächste 75 Basispunkte Schritt im November eingepreist und dann sollen es nochmal 50 Basispunkte im Dezember werden, bevor dann im März die Trendwende kommt, so erwarten die Märkte. Aber wir dürften eben dann wahrscheinlich im November, Anfang November 3,75 bis 4% Zinsen haben. Also sind die gestiegenen Renditen gerechtfertigt? Fragezeichen. Aber ein Thema ist vielleicht auch noch wichtig, denn Sie wissen ja, dass die Banken ja sehr viel Liquidität bei der US-Notenbank Fed hinterlegen in diesen sogenannten Reverse Repo Operations. Da gibt es praktisch, man hinterlegt Cash und bekommt Staatsanleihen als Collateral, als Sicherheitshinterlegung. Und hier müsste die Fed, wenn das Ganze jetzt so weitergeht, wenn die Zinsen wirklich etwa Ende des Jahres auf 4,25% in den USA steigen, müsste die Fed täglich den Banken $600 Millionen an Zinsen bezahlen. Das ist eine ganze Menge und dürfte dann natürlich auch die öffentliche Diskussion irgendwann beschäftigen, denn das ist eine Umverteilung letztendlich hin zu den Banken von öffentlichen Geldern, wenn man so will. Also das ist durchaus ein heikles Thema jenseits der Staatsverschuldung und diesen massiven Zinsanstiegen, die wir da sehen. Was das für diejenigen bedeutet, die massiv verschuldet sind, kann man sich vorstellen. Hier sehen wir nochmal die Core Inflation, also die Kerninflation und die Zinssätze, die ja noch relativ niedrig sind. Normalerweise sagt man, naja, da müssen die Zinsen über die Inflation, damit man wirklich die
Inflation sehr gut bekämpfen kann, wirklich effektiv bekämpfen kann. Dementsprechend wäre da noch ein weiter Weg. Aber, Fragezeichen, kommt die Inflation nach unten? Und nach meinem Dafürhalten dürfte das so oder so passieren, zumindest die Inflation zum Vorjahresmonat. Hier sehen wir mal diese Grafik, die etwa davon ausgeht, dass wenn die Inflation monatlich um durchschnittlich 0,2% steigen würde, dann wären wir etwa schon im Juni 2023 wieder unter 2% Inflation. Warum? Naja, der Basiswert wird immer höher, die Vergleichswerte zum Vorjahresmonat, da liegt die Latte immer höher, weil eben da die Inflation schon stark gestiegen war. Dementsprechend kommst du da eben schwieriger drüber. Also wir sehen, selbst wenn jetzt pro Monat die Inflation um 0,4% steigen würde, in jedem Monat, und das ist eine Menge Holz, dann wären wir im Juni 2023 wieder bei 4% Inflation. Und die Renditen der Anleihen, der Staatsanleihen, sind teilweise bei 4%. Heute etwa die zweijährige US-Staatsanleihe auf 3,99%, glaube ich, gestiegen. Und hier sehen wir mal von Sven Hendrik die zehnjährige US-Staatsanleihe. Und wir sehen diesen massiven Aufwärtskanal sehr, sehr eng. Wir sehen absolut überkauft diese Geschichte. RSI bei 78, also relative Stärkeindex, alles über 70 ist überkauft, und da sehe ich kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hier darauf zu spekulieren, dass die Renditen weiter steigen, sondern dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das Gegenteil passiert. Also hier interessante Spekulationen, die man machen kann. Keine Garantie natürlich, dass die Renditen hier fallen werden, zumindest temporär fallen werden und übergeordnet wohl auch fallen. Und da habe ich einige Argumente, die ich hier anbringen will. Erstens, globale Rezession wird immer wahrscheinlicher. Wir sehen hier etwa die Exports Orders, also die Exportaufträge von Deutschland massiv nach unten gegangen. Japan nach unten, China nach unten, USA nach unten. Also wir erleben eine Exportschwäche im Rahmen einer Deglobalisierung, könnte man sagen. Wir sehen Schwäche auch am europäischen Immobilienmarkt. Die Immobilienaktien in Europa heute auf dem tiefsten Stand seit über 10 Jahren. Die waren heute fast 5% im Minus, eben weil steigende Renditen bedeuten. Steigende Zinsen bedeuten ja im Grunde fallende Immobilienpreise. Je höher die Zinsen, desto tiefer die Immobilienpreise und umgekehrt. Das ist also das Erste. Wir stehen vor einer deutlichen Abkühlung der Wirtschaft, das heißt eben Abkühlung auch der Nachfrage, damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage etwas kleiner. Und wir werden auch sehen, dass die Unternehmen deutlich weniger Geld verdienen. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen den Fed Fund Futures, also praktisch nicht den Fed Funds Futures, sondern den Fed Fund Rates, also den Zinssätzen der US-Notenbank Fed auf der einen Seite, und dem Income Growth bei S&P 500 Unternehmen. Und das hängt relativ eng zusammen. Auch hier also, je höher die Zinsen, desto geringer die Profite der Unternehmen. Das heißt, wir werden eine sich verschlechternde Gewinn- und Margensituation der Unternehmen sehen. All das füttert dann wiederum diese rezessionären Tendenzen. Und wir haben heute, ich hatte es heute Morgen schon angekündigt, da kommt die neueste Schätzung der Atlanta Fed zum GDP, also zum Wirtschaftswachstum, jetzt nur noch 0,3. Wir waren noch kürzlich bei 1,5, dann bei 0,5, jetzt 0,3%, also knapp über 0. Und würden wir jetzt mal die Ausgaben der US-Regierung abziehen, dann wäre das BIP jetzt schon negativ wieder. Also es könnte knapp werden. Wir haben noch ein paar Daten bis Monatsende, ob das dritte Quartal in den USA auch wieder negativ wird. Jetzt kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass wir schon 25% aller Handelstage in diesem Jahr haben einen Verlust gebracht. Beim S&P 500 von mindestens 1%. Das hatten wir davor nur in 3 Jahren in der Börsengeschichte, 1974, 2002. Also 74 hochinflationäres Umfeld, 2002 Finanzkrise, 2000 Dotcom-Blase und so weiter geplatzt und dann 2008 eben die Finanzkrise. Aber oft sind große Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen in solchen Krisensituationen gegründet worden. In Rezessionen, HP, Visa, FedEx, Microsoft, wie sie alle heißen, sind dann entstanden, als es nicht so gut lief. Das ist also schon ein Innovationstreiber. Wir brauchen Rezessionen, und das ist das, was die Notenbanken ja lange nicht anerkennen wollten. Da wurde jeder Schmerz weggedruckt gewissermaßen. Hauptsache irgendwie, wir fallen nicht in eine Rezession. Jetzt haben wir die Inflation und die Notenbanken können gar nicht mehr
das machen, was sie vorher gemacht haben, nämlich Geld zu drucken. Also müssen sie das Gegenteil tun, sie müssen Geld entziehen, dann fällt die Wirtschaft in eine Rezession. Das ist vielleicht bei allen Schmerzen auch ein Reinigungsprozess, der da stattfinden wird. Reinigungsprozess auch, was die Handelsbilanz etwa in der Eurozone betrifft. Wir müssen immer teurer unsere Energie, vor allem Flüssiggase, kaufen. Das stürzt die Leistungsbilanz der Eurozone deftig ins Minus. Also die Zeiten sind vorbei, als wir einen Überschuss nach dem anderen gemacht haben in der Eurozone, speziell in Deutschland. Und jetzt sehen wir, dass andere dann, vor allem die Amerikaner, etwa ein Unternehmen wie Apple, auf die Schwäche unserer Währung auch reagieren. Der Dollar ist ja sehr stark, fast alle anderen Währungen sind zum Dollar sehr schwach. Und Apple erhöht jetzt die Preise, weil sie eben sagen, ja, wir haben natürlich Nachteile dadurch, dass der Dollar so stark ist. Das wollen wir irgendwie kompensieren. Das heißt, hier kommt weiter inflationärer Druck eben durch Preiserhöhungen von amerikanischen Unternehmen in Europa. Insgesamt für Inflation natürlich sehr wichtig, was macht Öl, der Ölpreis? Und der ist eigentlich auch wieder am Fallen. Wir sind WTI, also das amerikanische Öl, unter 84 Dollar. Das wird für die Inflationsentwicklung extrem wichtig. Der Chart sieht nicht so positiv aus im kurzen Zeitfenster in dem Chart von Capital.com. Aber das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Kommen wir noch nach Deutschland. Uniper wird jetzt verstaatlicht. Der Bund wird 8 Milliarden einschießen. Man hat sich mit Fortum, dem finnischen Anteilseigner, geeinigt, überfällig. Dann ist die Frage, warum brauchen wir die Gasumlage? Dann verstaatlicht doch die Problemfirmen wie eben die SEFE, die ehemalige Gazprom-Einheit und jetzt eben Uniper. Eigentlich brauchen wir dann die Gasumlage nicht mehr, Herr Habeck, um es mal direkt zu formulieren. Die Gasspeicher jetzt übrigens zu 90% gefüllt. Jetzt stand 20. September, nein, eigentlich der 18. September, die Daten sind immer 2 Tage retardiert. Jetzt kommen wir nochmal nach Russland und da ist sehr, sehr Interessantes passiert. Das ist möglicherweise ein Gamechanger. Russland versucht jetzt in Kherson etwa eine Volksabstimmung zu machen und das in einer Situation, in der man militärisch jetzt nicht so super gut dasteht. Jetzt gibt es sogar Berichte, dass Russland eine Teilmobilisierung erwägt und das Kriegsrecht ausrufen will. Das heißt, das würde bedeuten, dass dann der Krieg wirklich in Russland angekommen ist. Bisher läuft das ja als militärische Spezialoperation, weil man das Wort Krieg nicht verwenden will. Dann müsste man zugeben, ja, es ist Krieg und Teilmobilisierung heißt auch, dass der Krieg eben auch sozusagen ins Volk getragen wird. Das Problem einer solchen Mobilisierung ist, du brauchst erstmal lange Zeit, bis du die Leute ausgebildet hast, bis du die an die Front schicken kannst. Jedenfalls sehen wir deutliche Verluste beim MOX. Das sind die 50 marktschwersten Aktien in Russland in Rubel gehandelt. Da ging es heute fast zweistellig nach unten. Und Putin bekommt schon durchaus Druck. Jetzt hat auch Erdogan gesagt, also Russland sollte Gebiete etwa wie die Krim bitteschön zurückgeben. Modi hatte vorher durchaus gesagt, Krieg ist kein Mittel, Herr Putin. Also da kriegt er so ein bisschen Gegenwind. Armenien, Aserbaidschan. Da ist jetzt ein Waffenstillstand von den Amerikanern vermittelt, also direkt im Vorhof der Russen. Heute Abend könnte Putin eine Rede hier halten im Fernsehen über diese Volksabstimmung in Kherson, auch Saporischschja. So Berichte möglicherweise auch eben die Teilmobilmachung anordnen. Wir wissen es nicht, aber es könnte passieren. Das ist hoch spannend, da muss man drauf achten. Und hier will ich Ihnen mal auch als Empfehlung ein Interview verlinken unter dem Video eines Militärexperten, der sagte, Russland kann die Initiative derzeit nicht mehr zurückgewinnen und wohl auch in den nächsten Monaten nicht mehr. Die verlieren durchschnittlich pro Tag 5 Panzer. Und wenn das Ganze jetzt noch so 280 Tage, glaube ich, hat er gesagt, weitergeht, dann haben die keinen einzigen Panzer mehr. Die sind also durchaus in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Schauen Sie sich das mal an. Ich weiß, es gibt viele, die da durchaus Sympathien haben für die Russen, aber wir müssen einfach die Fakten eben mal klarziehen und ich glaube, da wird sehr objektiv berichtet von diesem Militärexperten, der an einer Schweizer Uni lehrte, wie die Lage derzeit ist. Hochinteressant, sehr nüchtern, wie ich finde. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Russland versucht jetzt, sein Öl möglichst in Asien loszuwerden, dürfte dann eben auch preismindernd wirken. Schauen Sie sich mal an, was die Russen alles unternehmen, um das hinzukriegen. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Fett, was wird da passieren? Wie ist die Lage? Folgt der dritte Schock in Serie vor der oder bei der morgigen Fett-Entscheidung? Also 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.